Ich darf gleich mit der guten Nachricht ganz direkt starten. Österreich erhält 1 Million zusätzliche Impfdosen von Pfizer-BioNTech. Die Kommissionspräsidentin hat mich heute darüber informiert, dass ihre intensiven Verhandlungen erfolgreich waren, und ich möchte ihr auch ganz herzlich dazu gratulieren. Das ist für uns ein Impfturbo. Das bedeutet, dass wir zusätzlich 500.000 Menschen im zweiten Quartal impfen können, und zwar mit Pfizer-BioNTech, und dass wir unseren Impfplan sogar noch beschleunigen können. Sie erinnern sich wahrscheinlich, ich habe zu Ostern angekündigt, dass in den nächsten 100 Tagen jeder eine Impfung bekommen soll, der auch eine Impfung bekommen möchte. 10 Tage sind schon vergangen, 90 sind es noch. Und ich würde sagen, dass diese Nachricht heute dieses Ziel nicht nur realistischer macht, sondern wir werden jetzt sogar noch schneller sein können. Das ist eine gute Nachricht, weil es dazu führt, dass wir Leben retten können, Arbeitsplätze sichern können, vor allem aber auch, weil es dazu führt, dass wir schneller zur Normalität zurückkehren können. Ich bedanke mich bei der Kommissionspräsidentin ausdrücklich dafür und auch dafür, dass die Impfdosen pro Rata Population, also nach Bevölkerungsschlüssel, verteilt werden innerhalb der Europäischen Union. Das war ja eine zentrale Forderung bei den intensiven Verhandlungen, die wir zuletzt auf europäischer Ebene geführt haben. Vielen Dank, und ich darf an den Vizekanzler übergeben. Ja, danke auch. Ich kann mich an den Dank gegenüber der Kommissionsvorsitzenden Frau von der Leyen anschließen. Das ist das eine. Zweitens, alle Informationen bezüglich Impfplan, Impfgeschwindigkeit werden schon verwertet im Gesundheitsministerium. Ich kann alle Angaben bestätigen. Wozu führt das? Wir können schneller impfen. Bei Beibehaltung des Impfplans sind wir natürlich bei den über 65-Jährigen dann davon abhängig, wie schnell diese Dosen hier kommen. Aber wenn wir das alles ins vierte Quartal geben, dann ist jedenfalls erreicht, dass wir, ins zweite Quartal geben können vom vierten, dann ist jedenfalls erreicht, dass wir insgesamt die Geschwindigkeit erhöhen können. Und wir werden die Bundesländer entsprechend informieren, dass die auch die Impfausrollung adaptieren können. Insgesamt sieht man bei diesen Nachverhandlungserfolgen dann doch wieder, dass die Union in so einer Situation durchaus was erreichen kann. Wir haben erreicht als Republik Österreich, dass jetzt die Quotierung, wenn man so will, diese Pro-Rata-Population durchgezogen ist. Und das ist ja der Vorteil, jetzt haben wir einen doppelten Vorteil. Erstens kommt es vom vierten ins zweite Quartal und noch dazu mit einer Alliquotenaufteilung genau entlang des Bevölkerungsschlüssels. Also Vorteile rundherum, und das macht uns zuversichtlich, dass wir die Impfziele schneller erreichen können. Und allerletztes, falls es Schwankungen gibt bei den Lieferanten der Vektorimpfstoffe, kann man sie auch besser auspuffern. Das muss man auch sehen. Es gibt also auch mehr Sicherheit insgesamt.